den Algorithmus hier, Floyd-Warshall-Algorithmus, auch das ist ein relativ einfacher Algorithmus, verwendet jetzt das Prinzip der dynamischen Programmierung. Und was der macht, da taucht auch wieder sowas hier auf. So eine Minimumberechnung aus dem bisherigen Wert. Und ja, und ich gucke mir sozusagen auch wieder Alternativen an, wie ich zu einem Knoten gelangen kann. Ganz einfacher Algorithmus von der Struktur her, dreifach geschachtelte Vorschleife. Und auch da betrachte ich jetzt sozusagen so einen Abstandsbegriff, D, I, J. Das wird später, oder ein Array, zweidimensionales Array. Ja, und da trage ich ein, okay, was ist der Abstand oder was sind die Kosten eines Weges von I nach J? Initial mache ich das, setze ich das auf entweder unendlich, wenn es keinen direkten Weg zwischen I und J gibt, oder auf die Kosten oder die Länge der Kante von I nach J, wenn es halt gerade eine Kante zwischen I und J gibt. Das ist meine Initialisierung. Und für sozusagen auf der Hauptdiagonalen dieses zweidimensionalen Feldes, also wenn hier D von I, I steht, dann bekommt es den Wert 0. So, und dann gucke ich einfach in einer dreifach geschachtelten Schleife, ich gucke mir an, welche Möglichkeit habe ich von I nach J zu kommen. Ja, und dann probiere ich sozusagen alle möglichen Knoten aus. Das ist sozusagen der äußere, die äußere Vorschleife. Und dann setze ich die Kosten von I nach J als das Minimum des bisherigen Wertes von I nach J. Oder ist es gleich günstiger, wenn ich von I nach J gehe, dass ich über den Knoten K gehe? Das probiere ich einfach aus, stumpf in der Schleife. Ja, dann probiere ich alle Möglichkeiten aus. Das heißt, für alle Knoten V gucke ich nach, ist es günstiger, den bisher gefundenen Weg zu gehen oder sozusagen hier das neu zu berechnen und über einen Knoten K aus V zu gehen. Ja, das ist schon der ganze Algorithmus. Auch da gucken wir uns ein kurzes Beispiel an. Ich habe das mal hier auch so mit asymmetrischen Kantengewichten gemacht. Also hier beispielsweise der Weg von B nach C ist teurer als der Weg von C nach B. Manchmal ist es gleich, aber halt nicht immer. Ja, und da mache ich einfach nur diese Schleife. Das wäre meine Initialisierung. Ja, das sind im Prinzip die ganzen Kantengewichte eingetragen. Auf der Hauptdiagonalen habe ich 0. Und beispielsweise, um von C nach D zu kommen, gibt es eine Kante mit Gewicht 4. Das ist genau diese. Ja, und dann einfach in der Schleife lasse ich die durchlaufen und wähle jetzt sozusagen, gucke mir an, wenn ich hier oben den, jetzt gucke ich mir alle Möglichkeiten an, also so habe ich es jetzt zumindest dargestellt. Ja, ich wähle jetzt hier, stelle ich immer da den Knoten, der in der äußeren Schleife gerade sozusagen angenommen wird. Das heißt für den Knoten A. Überprüfe ich jetzt in jedem Feld meiner Matrix, ob es eine günstigere Möglichkeit gibt, über den Knoten A zu gehen. Ja, und nehmen wir mal den Fall, das ist nochmal die Initialisierung, ich muss mal gerade gucken, dass ich das auch richtig sehe. Also von D nach B beispielsweise gibt es ja noch keinen Weg. Ja, also von D nach B gibt es keine direkte Kante, das heißt, der Wert ist hier auf unendlich eingetragen. Und wenn ich jetzt in die erste Schleife einsteige, ja, dann stelle ich fest mit dem Knoten A, dass wenn ich von D nach A zu B gehe, ich halt auch da eine Wegmöglichkeit finde. Entsprechend würde jetzt hier eingetragen werden die Kosten, ja, dieses Weges, ja, und ermittelt sich sozusagen aus dieser Kante plus der Kante hier oben. Ja, die hatten wir vorher schon berechnet, weil es eine direkte Kante war zwischen A und B. Und jetzt würden wir an dieser Stelle hier dazu nehmen die Kante von D nach A und von A nach B. Ja, und darum kommt hier der Wert 3 beispielsweise zustande. Genauso zwischen D und C. Ja, zwischen D und C gibt es auch keine direkte Kante. Das sind wieder gerichtete Kanten. Der Pfeil geht hier von in diese Richtung, also von C nach D. Das heißt, wenn ich von D nach C will, brauche ich auch wieder einen anderen Knoten und in diesem Fall auch von D über A mit Gewicht 1 oder mit Kosten 1 und nochmal mit Kosten 4 von A nach C ergibt in Summe 5. Und das ist der Wert, der hier eingetragen ist. Ja, und so läuft das einfach durch, bis wir sozusagen alle Knoten hier einmal überprüft haben. Und am Ende sind wir fertig und können dann ablesen, sozusagen die Kosten
von einem Knoten zu einem beliebigen anderen Knoten. Ja, haben wir jetzt sozusagen hier diese komplette Tabelle gefüllt und können da ablesen alle möglichen Wegkosten zwischen zwei beliebigen Knoten in diesem Graphen. So, Zusammenfassung ganz kurz. Dijkstra funktioniert für nicht negative Weglängen. Laufzeit generisch, ohne weitere Überlegungen, wie wir da auf diese bisherigen Minima-Werte kommen können. Quadratischer Aufwand, quadratisch in der Anzahl der Knoten. Durch intelligente Datenstrukturen kommen wir hier auf etwas bessere Kosten bei V log V bzw. E. Label Correction Algorithmus mit beliebigen Kantengewichten. Laufzeit N mal M. Und dieser Floyd-Warshall Algorithmus als eine dreifach geschachtelte Vorschleife in N hoch 3 oder V hoch 3.